Ja, es geht um den Network Marketing, Kosmetikfirmen und ja, vermeide diese fünf Fehler. Also wenn du selbst in einem Network Marketing, Kosmetikunternehmen bist, dann gibt es aus meiner Sicht vor allem fünf Fehler, wenn du mit Facebook arbeitest, die immer und immer wieder gemacht werden. Das heißt, wenn du selbst in der Kosmetik bist, im Network Marketing, Multilevel Marketing, dann hör dir einfach diese fünf Punkte an. Punkt 1 ist es, ständig Produkte, Kosmetikprodukte zu zeigen und zu bewerben. Es ist ein bisschen ein Trend geworden, ein Trend, der Facebook nicht gefällt und ein Trend, der vor allem den Menschen auf Facebook nicht gefällt. Die Kosmetikprodukte von deinem Network in den Live-Videos zu zeigen, in den Postings zu zeigen, in den Stories zu zeigen. Also einfach viel zu viel Werbung, viel zu viel zeigen. Was passiert? Die Menschen stoßen das ab, die Menschen kommen mit dir nicht ins Gespräch und du wirst definitiv auch weniger Umsätze machen im Network Marketing, im Kosmetikbereich, aber auch in anderen Bereichen. Warum ist das so? Früher, also im Jänner 2018, haben sich die Spielregeln auf Facebook geändert. Vorher konnte man sowas machen. Das heißt, man hat sein Kosmetikprodukt genommen, hat es hergezeigt und hatte viele Kunden in Gruppen, auf deinem Profil, auf den Seiten. Das hat prima funktioniert. Aber seit dieser Umstellung im Algorithmus funktioniert das nicht mehr. Und die Network Marketing Kosmetikfirmen, die Vertriebspartner teilweise tun sich schwerer. Und genau eben deswegen. Das heißt, zeig nicht deine Produkte, sondern hol die Leute mit Mehrwert zu dir. Wenn du wissen möchtest überhaupt, wie die ganze Strategie funktioniert, wie du das machen kannst, dass du 110 Partner in 30 Tagen gewinnst, so habe ich das gemacht, dann hol dir jetzt unten das Training, noch ist es online. Nummer 2 ist zu viele geteilte Postings ohne Mehrwert. Da sind wir schon wieder, es geht um Mehrwert, um Hilfestellungen. Das heißt, wenn du im Kosmetikbereich bist, im Network Marketing, ist es besser, wenn du sagst, das sind die drei besten Tipps, wie du in der Früh dich super schminken kannst, irgendwas zu sagen. Ja? Das ist besser als diese Werbepostings und auch teile nicht permanent Werbepostings anderer, deiner Network Marketing Firma. Ich weiß, du bist begeistert, es gibt eine tolle Aktion, ein Contest, eine neue Produktanführung, aber teile diese Postings nicht, weil die Menschen interessiert das in Wahrheit nicht. Punkt Nummer 3 ist, du hast neue Facebook-Freunde, das heißt, jeder braucht neue Freunde, auch du in deinem Kosmetik-Network brauchst neue Freunde, neue Facebook-Freunde. Die Problematik ist nur, ein neuer Facebook-Freund ist für Facebook noch nicht viel wert, weil das kann jeder machen. Deswegen braucht es eine starke Verbindung. Und wenn du keine Verbindung hast mit einem neuen Facebook-Freund, dann sieht der auch deine Postings nicht. Du hast zwar einen neuen Freund, aber er sieht deine Postings nicht. Wie kannst du eine neue Verbindung herstellen? Indem du beginnst, mit dieser Person im Facebook Messenger zu schreiben. Schreiben ist die höchste Form der Kommunikation für Facebook und dann sieht die andere Person auch deine Postings. Nummer 4. Wenn du im Network Marketing im Kosmetikbereich bist, in Facebook-Gruppen das schwarze Schaf sein. Also es kommt vor, ja, dass man in den Facebook-Gruppen dann eben wieder Werbung postet und dort ist man dann schnell das schwarze Schaf. Und das sollst du nicht werden. Dein Name ist das Wichtigste. Dein Name geht noch vor dem Namen deiner Network Marketing Kosmetikfirma. Das ist das Wichtigste. Also verbrenne dir deinen Namen nicht. Nummer 5 ist, eine private Nachricht senden, bevor die Anfrage bestätigt ist. Das ist ein großes Problem. Viele im Kosmetikbereich, Network Marketer, senden eine Freundschaftsanfrage und gleich eine private Nachricht hinten nach Problematik ist. Die andere Person sieht es nicht, weil es in den sogenannten Nachrichtenanfragenordner kommt. Und das soll dir nicht passieren. Wenn du ein genaues System haben möchtest, ein 3-Schritte-System, wie ich damals im Network Marketing 110 Partner in nur 30 Tagen gewonnen habe, nur mit Facebook, ohne Werbung zu machen, dann hol dir jetzt das Training, noch ist es online. Also, wenn du im Kosmetikbereich bist, im Network Marketing, vermeide diese 5 Fehler. Ja, 5 waren es. Und danke fürs Zuschauen. Bye, bye, ciao.